Der längste Tag des Jahres. Schon vor 5 Uhr ist der Sonnenaufgang und der Hahn wacht im Hühnerstall auf und raubt allen im Umkreis den Schlaf. In diesem Video geht's darum, was du tun kannst, wenn der Hahn zu früh kräht. Der Hahn und sein Krähen. Nicht jeder kann sich dafür begeistern. Ich widme mich in diesem Video den allgemeinen Regeln, welche Rechte du in welchen Wohnumgebungen hast und inwieweit deine Nachbarn bei deiner Tierhaltung ein Wörtchen mitzureden haben. Danach zeige ich dir Wege, wie du selbst in einem städtischen Wohngebiet einen Hahn halten kannst, also von der Lautstärke her, und trotzdem keinen Ärger hast. Zum Schluss erzähle ich dir dann meinen vollautomatisierten Plan für das neue Hühnerhaus. Je nachdem, wo du deine Hühner hältst, also in der Neubausiedlung, in einem alten Ortskern oder in einer Kleingartenanlage, sind die Regeln zur Hühnerhaltung und erlaubten Tiergeräusche etwas unterschiedlich. Am einfachsten ist es in einem alten Ortskern. Da müssen die Nachbarn mit Tiergeräuschen weitgehend zurechtkommen. Solange du nicht übermäßig viele Hühner und Hähne hast, gilt das als ortsüblich. In einem Neubaugebiet oder städtischen Siedlungsgebiet sollte der Hahn zwischen 19 und 8 Uhr morgens still sein. Und in Kleingartenanlagen ist es nur in Ausnahmen erlaubt, überhaupt Hühner zu halten. Damit es mit der Haltung von Hühnern in jedem Fall klappt, ich meine auch in einem alten Ortskern will man nicht unbedingt einen Streit mit den Nachbarn vom Zaun brechen, habe ich mir überlegt, wie du deinen Hahn auch im Sommer leise bekommst. Fangen wir mal mit dem Hühnerhaus an. In einigen Gerichtsentscheidungen werden Hühnerhalter dazu verpflichtet, den Stall zu isolieren, damit weniger Geräusche nach draußen dringen. Aber wenn der Hahn nicht im Stall ist, hilft das ja nichts. Im Grunde muss eine Zwischenlösung gefunden werden, damit die Ruhezeiten eingehalten werden. Denn nicht nur die Nachbarn, sondern vielleicht auch du wollen ohne Ohrenstöpsel schlafen können. Und außerdem müssen die Hühner die ganze Zeit genug Licht haben, also mindestens 12 Stunden. Denn in der Zeit der Dunkelheit fressen die Hühner nichts und es mag noch vertretbar sein, in der Winterzeit keine künstliche Beleuchtung in den Stall zu bringen, aber im Sommer, also in der Legephase, sollte der Tag für die Hühner nicht künstlich verkürzt werden. Und außerdem brauchen die Hühner genug frische Luft. 13 Stunden lang eingesperrt, also in diesem Zeitraum von 19 bis 8 Uhr, und das ohne frische Luft, das kann nicht gut gehen. Wenn du also deine Hühner 13 Stunden lang wegen der Geräusche im Stall halten musst, dann sollte der Stall etwas größer sein. Also es ist dann kein Stall zum reinen Schlafen, sondern sollte genug Platz da sein für Futter, damit sich die Hühner auch aus dem Weg gehen können. Pro Huhn 1 Quadratmeter sollte da schon drinnen sein. Und wenn es möglich ist, baue auch eine optische Trennung in den Stall, damit sich die Hühner auch dort aus dem Weg gehen können. Um den Stall zu isolieren, solltest du diffusionsoffenes Material zur Dämmung benutzen, sowas wie Schafswolle oder gepresste Holzspäne. Styropor oder ähnliches ist in meinen Augen nicht gut geeignet, denn dieses Material lässt keinen Feuchtigkeitsaustausch mit der Umgebung zu. Aber im oberen Bereich wäre an 2 Seiten des Stalles eine kleine Lüftungsklappe noch gut. Ja, wenn der Stall nämlich komplett gedämmt ist, dann kommt ja auch noch kaum frische Luft durch. Ja, das war's jetzt zum Stall. Jetzt kommen wir mal zu den Regeln, die Rahmenumstände, wie du das ganze Thema unterstützen kannst. Damit der Hahn generell nicht zu früh kräht und bis 6 oder 7 komplett still ist, kannst du die Fenster vom Hühnerstall verdunkeln und so den Beginn des Tages für die Hühner verschieben. Abends sollte das Licht für die Hühner aber erst ab 22 Uhr erlöschen, damit sie noch lange genug wach sind und im Hühnerhaus umherlaufen können und ihre Verdauung nicht stillsteht. Nur mit langen Tagen legen die Hühner auch Eier und sind auch sonst gesund. Mit einer Lampe und einer Zeitschaltuhr kannst du hier unterstützen und das ausgleichen, wenn du zum Beispiel schon am frühen Abend die Fensterläden zumachst, damit dann morgens das Tageslicht nicht zu den Hühnern kommt. Ansonsten musst du halt nochmal um 10 raus und die Fensterläden zumachen. Bei meinen Hühnern habe ich ohnehin ein Licht im Hühnerstall hängen und eine Zeitschaltuhr für den Winter. Beleuchtest du eigentlich deinen Hühnerstall auch im Winter? Das fände ich mal interessant. Schreib mir mal einen Kommentar, wie du das so machst. Ja, und mein Plan für das neue Hühnerhaus ist jetzt folgender. Da ich im Altort wohne, müssen die Nachbarn rein gesetzlich gesehen mit Tiergeräuschen sehr tolerant sein.
Aber damit trotzdem alle zufrieden sind, wird der Stall direkt geräuschisoliert. Und morgens möchte ich die Hühner frühestens um 7.30 Uhr rauslassen. Meinen elektronischen Pförtner stelle ich dann so ein, dass die Hühner morgens frühestens ab 7.30 Uhr raus können und abends um 20.30 Uhr oder im Winter bei der Dämmerung geht die Klappe dann zu. Damit der Hahn später zu krähen beginnt, bekommt das Hühnerhaus auch noch einen Rollo, der im Sommer zeitgesteuert morgens erst um 7.30 Uhr mit der Klappe zusammen aufgeht. Und abends soll der Rollo dann erst um 22 Uhr zugehen. So haben die Hühner die maximal mögliche Tageslichtdosis. Ja, und bei mir in der Scheune streift immer ein Marder herum. Da achte ich sehr darauf, dass die Hühnerklappe nicht offen ist, wenn es dunkel ist. Wie kommst du so mit deinen Hähnen und den Nachbarn zurecht? Wenn es da Probleme gibt, hoffe ich mal, dass meine Ansätze hier in dem Video dir weiterhelfen und du das in den Griff bekommen kannst. Und über einen Daumen nach oben würde ich mich auch freuen, wenn das Video für dich hilfreich war. Ich versuche jedes Wochenende ein neues Video hochzuladen. Das nächste Hühnervideo wird um das Haltbarmachen von Eiern gehen. Aktuell habe ich privat aber viel um die Ohren und da weiß ich nicht, ob ich es schaffe, die nächsten Wochen wöchentlich ein Video hochzuladen. Naja, mal schauen. Das war's auf jeden Fall. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine schöne Zeit. Mach's gut. Bye.